Ihr kennt bestimmt das Problem, in eurem Haushalt habt ihr einen USB-Drucker stehen und ihr habt verschiedene Geräte, von denen ihr drucken möchtet. Das mag bei dem ein oder anderen Gerät noch funktionieren, weil es einen USB-Anschluss hat. Schwieriger wird es dann schon vom Tablet mit einem mobilen Betriebssystem drauf. Da kriegt man den USB-Anschluss maximal über einen Adapter an den Drucker dran und diese ständige Umsteckerei macht auch keinen wirklichen Spaß. Die Lösung ist, aus dem USB-Drucker einen Netzwerkdrucker zu machen. Und das ohne, dass der Drucker selbst Netzwerkfunktionen mitbringt. Wie das geht, schauen wir uns in diesem Video an. Alles, was wir jetzt dazu brauchen, ist eine Fritzbox, also ein Router mit einem USB-Anschluss. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt USB 1, 2 oder 3 ist. Für einen Drucker reicht auch die schlechteste Konfiguration. Ich muss auch zugeben, ich fake hier gerade ein bisschen, denn der Drucker, den ihr hier seht, der ist eigentlich schon ein Netzwerkdrucker. Wir tun aber mal so, als wäre das einfach keiner und er hätte nur einen USB-Anschluss. Die USB-Anschlüsse sind entweder an der Seite oder hinten an der Fritzbox. In meinem Fall bei der 6500 habe ich hinten zwei USB-Anschlüsse. Ich schließe jetzt also meinen Drucker über USB an einen dieser Ports an. Und jetzt habe ich hier mein Handy und das ist natürlich per WLAN mit der Fritzbox sowieso schon verbunden. Die Daten kommen erstmal per WLAN an der Fritzbox an und die gibt die Druckdaten dann über den USB-Anschluss einfach an den Drucker weiter. Zu beachten bei diesem Setup ist jetzt erstmal, dass wenn ihr einen Multifunktionsdrucker habt, also wenn der scannen kann, könnt ihr jetzt erstmal so die Scan-Funktion nicht mehr weiterverwenden. Wenn ihr das per USB anschließt, habt ihr nur einen USB-Drucker im Netzwerk. Es gibt aber auch von der Fritzbox den USB-Fernanschluss, der macht es dann auch nochmal möglich, dass man vom Computer aus scannen kann. Das gucken wir uns im zweiten Teil des Videos an. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie wir auf dem Handy den Drucker einrichten können. Dazu bin ich jetzt in meinen Android-Einstellungen. Und wenn ich da ganz runter scroll, dann gibt es da den Punkt Drucken. Wenn ich den auswähle, habe ich einen Druckdienst da. In dem Fall Cloudprint, keine Ahnung was das ist, nie benutzt, interessiert mich nicht. Ich muss hier unten auf Dienst hinzufügen klicken. Sobald ich da drauf klicke, werde ich in den Play Store weitergeleitet. Und hier wähle ich dann in der Regel meinen Druckerhersteller aus. Also in meinem Fall ist es ein Canon Maxify Drucker, kann ich einfach den Canon Print Service auswählen. Den kann ich einfach installieren. Und sobald er installiert ist, taucht er bei den Druckdiensten auf. Ich kann einmal draufklicken, dann fängt er an im Netzwerk nach Druckern zu suchen und er findet meinen auch schon. Klappt das nicht auf Anhieb, habe ich noch die Möglichkeit, den manuell hinzuzufügen. Dazu kann ich dann die IP des Druckers eingeben. Brauchen wir hier nicht, er hat ihn ja direkt gefunden. Kann aber ein Problem geben, wenn ihr jetzt einen Drucker, der gar nicht als Netzwerkdrucker gedacht ist, anschließt. Und dann wird daraus ja erst ein Netzwerkdrucker. Ich weiß nicht ganz genau, wie da diese Dienste von Canon und Epson drauf reagieren. Es gibt aber auch dafür eine Lösung. Da gibt es zum Beispiel die App PrinterShare mobiles Drucken. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal irgendeine Android-Version hatte, wo ich gar keinen Druckerdienst installieren musste. Die Möglichkeit habe ich aber nicht mehr gefunden. Ich habe hier ein Android 7, vielleicht war das bei einem neueren Android gewesen. Nichtsdestotrotz, ich kann dieses PrinterShare einfach installieren als App. Dann habe ich unten die Möglichkeit, einen Drucker auszuwählen. Hier wähle ich dann nahe, also Wi-Fi aus und dann findet er auch hier in dem Fall meinen Drucker. Der bietet mir jetzt an, den Drucker manuell auszuwählen. Das wäre eine Option, also müsst ihr einfach gucken, ob euer Drucker dann in der Liste dabei ist oder Generic verwenden. Falls ihr den also nicht findet, nutzt mal diese Generic-Option, dann kann man eine Testseite drucken und dann kann man gucken, ob es funktioniert. Jetzt, wo wir das mit dem Smartphone geklärt haben, wechseln wir mal auf Windows und schauen uns da an, wie ich da den Drucker installieren kann. So, jetzt sind wir auf Windows und wollen den Drucker einmal hinzufügen. Mein Tipp wäre jetzt, Windows, also die Windows-Taste und die R-Taste gleichzeitig zu drücken und hier Control Printers einzugeben. Das schreibe ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Mit Enter einfach bestätigen und dann komme ich direkt in die Systemsteuerung und nicht in diese komische App-Übersicht. Jetzt kann ich hier einfach Drucker hinzufügen auswählen und jetzt würde der hier einmal scannen und würde versuchen, den automatisch im Netzwerk zu finden. Das funktioniert so semi-gut und bei der Fritzbox sowieso, glaube ich, gar nie, wenn ich es richtig weiß. Also ihr könnt es darüber versuchen, wenn es schief geht, habt ihr hier unten den kleinen Link, dass der Drucker nicht aufgeführt ist. Und hier wähle ich dann aus, add a printer using TCP IP address or hostname. Dann gehe ich hier auf next, device type wähle ich hier aus TCP IP, hostname oder Adresse ist die Adresse eurer Fritzbox. In meinem Fall ist das die hier. Die Standardadresse ist die 192.168.178.1 oder ihr könnt fritz.box eingeben, wenn ihr euch auf DNS verlassen wollt. Ich mache das gerne mit der richtigen IP. Portname würde ich jetzt sogar mal einfach Fritzbox nennen. Den Haken hier könnt ihr drin lassen, dann versucht er den automatisch zu installieren. Kann bei euch funktionieren, dann ist alles gut. Bei mir wird das nicht funktionieren, deshalb nehme ich den jetzt einfach raus und werde den jetzt gleich manuell eingeben.
Er sagt jetzt hier, er hätte angeblich nichts gefunden im Netzwerk. Ich gehe mal hier auf Custom und auf Settings. Hier sehe ich jetzt nochmal, dass alles richtig eingegeben wurde. Auch die Portnummer stimmt soweit. Bestätige ich nochmal mit OK und gehe auf Next. Jetzt werde ich hier aufgefordert, den Treiber hier manuell auszuwählen. Da ist ja noch nicht so viel in der Liste drin. Entweder kann ich das jetzt über das Windows Update versuchen, dann wird er nochmal diese Liste erweitern und ihr könnt nochmal versuchen, euren Drucker hier auszuwählen. Ansonsten müsst ihr jetzt auf die Seite des Herstellers, und das machen wir jetzt auch mal. Ich gehe jetzt einfach auf die Canon-Seite und werde ihn runterladen und dann hier reinladen. Ich bin jetzt also hier unter Treiber, Windows 10 64-Bit. Da gibt es hier verschiedene Dinge, die man auswählen kann. Dann gibt es hier zum Beispiel dieses komplette Treiber- und Softwarepaket. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Mir würde jetzt erstmal der reine Treiber reichen und den lade ich einmal runter. Hier unten klicke ich dann auf Behalten. Klicke einmal drauf. Bestätige das Ganze. Er startet jetzt den Installationsassistent. Der interessiert uns eigentlich weniger. Als wir jetzt auf die Datei geklickt haben, hat er sich selbst entpackt. Dazu gehe ich mal ins Download-Verzeichnis. Hier ist jetzt der Treiber einmal runtergeladen, die Exe, und nebendran hat er diesen Ordner erzeugt. Ich könnte jetzt auch mit einem Rechtsklick das Archiv einfach zum Beispiel mit 7-Zip öffnen, hätte den also gar nicht entpacken lassen müssen. Hier ist nämlich der Ordner Treiber drin. So, also hier gehe ich drauf, hier hat er reingelegt und hier ist der Treiber-Ordner drin. So, den kopiere ich mir mal raus, den kompletten Pfad hier oben. Und wir gehen wieder zurück in unsere Treiberinstallation. So, der hat wieder nichts gefunden. Tja, so ist das halt. Ich sage einfach Have Disk. Und jetzt kopiere ich mir hier unten den kompletten Pfad rein. Und jetzt fängt er an, da zu suchen, was er für Drucker findet. Ja, und er hat ihn auch schon gefunden direkt. Deshalb gehe ich jetzt hier auf Next, wieder auf Next. Und jetzt installiert er den korrekten Treiber. Natürlich habe ich einen anderen Drucker wahrscheinlich, als ihr den habt. Deshalb müsst ihr quasi diese Methodik ein bisschen anpassen für euren Drucker. Aber im Prinzip ist das Vorgehen das gleiche. Man muss den richtigen Treiber runterladen von der Homepage und den dann hier eingeben. Wenn ich es jetzt richtig weiß, sind diese INF-Dateien immer die wichtigen Dateien beim Drucker-Treiber installieren oder beim Treiber installieren selbst. Also immer in diesen Archiven, die ihr vom Hersteller runterladen könnt, nach diesen Dateien suchen. Und es reicht eigentlich, in diesem Assistent, den wir vorhin hatten, den Ordner mitzugeben. Da geht dann der Assistent selbstständig durch und guckt, was er für Treiber findet. So, das kann ich dann, jetzt gehen wir erstmal wieder auf den Assistent zurück. Der ist hier noch fröhlich am Installieren. Und erst wenn der installiert ist, würde ich diesen Assistent hier beenden, weil ich vermute, der wird seinen Installationsordner wieder weglöschen. Genau, successfully added. Wir machen hier einmal Cancel. Yep. Und Finish. Okay, der Ordner bleibt da. Habe ich falsch gelegen. Ich kann jetzt hier eine Testseite drucken. Das mache ich jetzt auch gleich. Gib mir eine Sekunde. So, wie ihr gesehen habt, hat das Ganze funktioniert. Ich klicke hier einmal auf Finish. Ja, fertig. Also die Druckerinstallation ist abgeschlossen. Drucken kann ich jetzt sowohl vom Smartphone als auch von meinem Windows-Gerät. Was jetzt noch fehlt, ist die Einrichtung des Scanners. Auch das schauen wir uns jetzt gleich mit dem USB-Fernanschluss von AVM an. Möchte man jetzt auch die Scan-Funktion von seinem Multifunktionsdrucker nutzen, muss man den USB-Fernanschluss von AVM nutzen. Dazu bin ich jetzt mal in der Fritzbox eingeloggt. Links seht ihr, dass ich auf ein Heimnetz und USB-Geräte geklickt habe. Und jetzt habe ich hier in der Geräteübersicht erstmal den USB-Drucker. Soweit so gut, aber wir brauchen den USB-Fernanschluss. Wir klicken hier also auf den Reiter. Hier müssen wir dann den USB-Fernanschluss aktivieren und wir setzen den Haken bei Drucker inklusive Multifunktionsdrucker. Da klicke ich einmal auf Übernehmen, hier dann auf OK. Und jetzt ist wichtig, dass wir diesen Hinweis lesen. Auf diesem Computer muss das Programm für den USB-Fernanschluss installiert sein. Deshalb klicken wir da einmal auf den Link. In dem Pop-up, das sich öffnet, klicken wir auf Download. Ziehen das ein bisschen länger, dass er hier unten uns anzeigen kann, was er hier runterladen will, und klicken hier auf Behalten. Hier öffnen wir jetzt die gerade heruntergeladene Exe-Datei und dann öffnet sich hier so ein Installationsassistent. Klicken wir hier auf Install, dann lädt er sich was runter.
und dann öffnet sich eben dieser USB-Fernanschluss. Was jetzt bei euch vielleicht noch gekommen ist, man muss manchmal noch bestätigen, dass der Treiber installiert werden kann. Das könnt ihr dann einfach mit Ja bestätigen und dass ihr den AVM-Treibern vertraut. So, wenn ihr dann soweit seid, kann es manchmal auch sein, dass man kein Passwort braucht oder man braucht eins. Wir schauen gleich mal. Aber was ich jetzt machen kann, ist, ich kann hier einfach mal auf den Drucker klicken, den hat er schon erkannt. Gut, er meckert jetzt nach dem Passwort. Das heißt, Benutzernamen und Passwort muss ich eintragen. Ich habe keinen Benutzernamen, ich habe nur ein Passwort. Dementsprechend trage ich jetzt auch nur das Passwort ein. Passwort ist drin, ich drücke nochmal auf den Drucker und jetzt verbindet er sich mit dem Drucker. Und jetzt passiert Folgendes. Der PC denkt jetzt, der Drucker ist ganz normal per USB angeschlossen. Der merkt überhaupt nicht, dass es sich hier um Netzwerkdrucker handelt. Im Umkehrschluss heißt das, ich kann jetzt das ganz normale Treiber- und Scannerpaket von Canon installieren und der ist dann einfach stumpf der Meinung, das Gerät wäre per USB angeschlossen. Für den Zeitraum, wo ich dann die Scan-Funktion nutzen will, muss ich verbunden sein damit. Da müssen hier beide Linien grün sein. Wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, kann ich den wieder trennen. Das hat den Hintergrund, dass ich das vielleicht ja an mehreren Geräten machen will und die würden sich sonst gegenseitig blockieren. Es kann immer nur einer mit dem Gerät verbunden sein und der andere muss sich halt dann disconnecten. Vorhin habe ich mir ja das Treiberpaket runtergeladen. Das führe ich jetzt mal ganz regulär aus und installiere den Drucker, als wäre er per USB angeschlossen. Jetzt klicke ich hier ganz regulär meinen Drucker-Installationsassistent durch. Und jetzt werde ich gefragt, wie ich den Drucker benutze. Und das ist natürlich jetzt verwirrend, weil ich benutze den natürlich weder über Wireless LAN noch über LAN. Ich benutze den als USB-Drucker in meinem Fall, weil ich dem ja jetzt eine USB-Verbindung eigentlich vorsimuliere. Ich stelle nochmal sicher, dass der auch verbunden ist. Ja, ist er. Und wähle hier USB und klicke auf Next. Jetzt werde ich aufgefordert, den Drucker einmal zu verbinden. Scheinbar hat er ihn jetzt nicht gleich erkannt. Ich würde jetzt einfach hier mal disconnecten. Nochmal verbinden. Und jetzt hat er ihn erkannt, oder? Das war einfach. Ja, kann man jetzt hier als Standarddrucker setzen und einmal auf Complete drücken. Damit ihr jetzt seht, dass ich keinen Quatsch erzählt habe, öffne ich einfach mal das Scanner-Utility. Der erkennt ja auch den Scanner und ich kann einfach mal was scannen zum Beispiel. Und jetzt hat er mir einfach das gescannte Dokument hier als PDF abgelegt. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt gibt's aber noch eine coole Funktion von dieser Remote Connection. Ich kann das nämlich hier mal deaktivieren, die Verbindung. Und hier steht jetzt Auto Connect Enabled. Und wenn ich mal hier rechts nach unten gehe, habe ich hier den USB-Fernanschluss. Und da steht Connect Printer Automatically. Das ist eine richtig gute Funktion, denn solange ihr nicht scannt, braucht ihr eigentlich gar nichts mehr machen jetzt in dem Moment. Ihr könnt einfach ganz regulär drucken. Ihr müsst ihn also nicht vorher hier verbinden, denn sobald ein Druckauftrag erkannt wird, wird diese Fernanschlusssoftware den Drucker sofort verbinden, warten, bis der Druckauftrag durch ist und dann wieder die Verbindung trennen. Das hat den Vorteil, dass ihr habt das ja, wie gesagt, vielleicht auf mehreren Geräten installiert, dass man sich nicht in die Quere kommt, außer man druckt irgendwie gleichzeitig oder so, aber wenn man nicht gleichzeitig druckt, ist da nichts weiter zu tun, als einfach einen Druckauftrag abzuschicken und nur, wenn man eine Funktion außerhalb des Druckens, also zum Beispiel Scannen nutzen möchte oder das Fax nutzen möchte, dann muss man hier diese dauerhafte Verbindung aktivieren und auch manuell wieder deaktivieren. Clever gelöst, wie ich finde, von AVM, so wird also so ein USB-Drucker doch nochmal ein bisschen smarter. Wenn ihr jetzt allerdings nur einen USB-Drucker habt, der gar keine Scan-Funktion oder keine Fax-Funktion habt, die ihr nutzen wollt, also ihr wirklich nur drucken wollt, dann braucht ihr das gar nicht. Und das auch eher kontraproduktiv dann sogar. Da würde ich wirklich den ersten Teil des Videos benutzen, einfach nur den Netzwerkdrucker hinzuzufügen und nicht über diesen Fernanschluss das zu machen. Im Abspann habe ich jetzt noch ein paar weitere Videos für euch zum Thema Fritzbox und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir ein Abo dalasst, wenn das Video euch geholfen oder gefallen hat.